Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Folge 91. Ich hoffe diesmal ohne Systemausfall bzw. Absturz von WoW. Das ist mir auch nur selten passiert. Na gut, aber da hat. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir wollen nach hier. Ihr kommt mit. Dann holen wir uns erstmal in Silithus dann den Flugpunkt. Ja, und gucken mal, wie viele Quests wir dann brauchen in Silithus. Naja, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Es gibt Schlimmeres. Aber so kann man auch eine Folge beenden, ne? Naja. Wir suchen immer noch für Krall. Ich weiß gar nicht, wann Krall ist, aber ich glaube, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen groß. So, hier ist der mysteriöse Aufstieg nach Silithus. Damals mit Stufe, beziehungsweise in Classic, hat man dann hier quasi sein Endspiel bis 60 gemacht in Silithus. War dann recht viel los. Ich war auch PvP. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht sehen werden. Weil da liegen so Häufchen auf der Erde, die muss man sich dann schnappen und die dann an den verschiedenen Stellen oder Lagern verteilen, war das, glaube ich. Genau hier. Ja, das ist gesammelte Silithus der Allianz und der Horde. Da kann man dann schön, ich glaube, Ehre bekam man sogar. Zirkel-Szenarios. Leder, hoch. Das ist ja nett. Auch mal für. Skorpion, schnell, braucht man nicht. Und schon. Die bekommt man dann hier. Ich meine, hier gibt es eigentlich eine Quest. Ja, mit dem Friedhof, den wir vielleicht irgendwann noch mal sehen werden. Man weiß es nicht. Tja, ansonsten ist hier nicht sehr viel. Ihr seht. Spinnen, Skorpione, Spinnen, Würmer gibt es hier. Silithus war ich gefühlt schon ewig nicht mehr. Und hier, mal gucken. Hier ist der Quest Abgabepunkt. Und was gab es dann noch? Und zwar gibt es da Questabgabepunkt für Thunder Fury, Donnerzorn. Für die legendäre Quest, wenn man die aus Mortal Core, aus dem geschmolzenen Kern hat, oder MC. Wenn man dann ewig farmt, bekommt man beide, ich glaube, Bindungen heißt es, oder Seiten. Aha, bekommt man zwei Teile, fügt man zu einem zusammen, muss dann ewig irgendwas sammeln. Und kann das da abgeben und muss dann gegen einen, ja, schon einen Weltboss kämpfen. Am besten mit einer 40-Mann-Gruppe dann. Zu 60er Zeiten. Vielleicht dann das Thunder Fury. Puh, das habe ich auch gemacht. Das war elendige Arbeit. Erstmal den Flugpunkt holen. Elite. Schon über 70 liegt meine 60. Naja, egal. Holen wir jetzt mal alle Quests. Willkommen. Bleibt auf dem Boden.
kriegen wir auch Tollanzi-Sachen. Aber das ist eh dann hinfällig, sobald wir in die Scherbenwelt gehen. Weil da gibt es dann so tolle Sachen. Da kommt aus Klassik eigentlich fast gar nichts dran. Und hier gibt es auch Insekten. Wie ich es nicht mag, diese doofen Insektenviecher, ehrlich. Aber was will man tun, ne? Aber zum Glück brauchen wir hier nur 20%. Die kriegen wir auch hier vorne. Ja, wollte das sagen. Der Freund von ihr ist vergiftet. Ihr seht, ich kann sogar um die Ecke schießen, mal wieder. Ich glaube, als nächstes müssen wir dann die Bohrwürmer töten. Brauchen sogar nur knapp 30 von den Dingern zu töten, dann haben wir auch Level ab. Und ich weiß, damals droppten die sowas von Scheiße. Entschuldigung für das harte Wort, aber das ist wahr. Das ist so gefühlt jeden dritten nur mit gucken, was sehen kann. Nur jeden dritten mit so einem Questgegenstand. Das war echt furchtbar. Ehrlich. Jetzt ja, mal auf Holz klopfen, klappt ganz gut. Da fängt es an. Ansonsten können wir auch hier von 22 killen. Ist mir egal, wenn ich 58 bin, aber ich hab hier. Ich meine, das Ende eben, super nachdenken wegen Abhauen, hat ja eigentlich ganz gut gepasst. Wir wollten uns ja auf den Weg machen, zack. Fehler. Könnte eh sein, dass wir durch allein das Killen, wir müssen mindestens 16 Stück töten. Wir von allem 8 brauchen. Manchmal kriegst du ein bisschen mehr, ein bisschen weniger IP. Von daher könnte das gut sein, dass wir dann schon allein durchs Killen Level abmachen. Ich will es immer ledern. Naja. Gewohnheiten wird man nicht so schnell los. Sieht aus, als wenn der Mega-Akku von allen möglichen Tieren hat, aber das ist keiner.
einfach kein anderes Tier. Bei den großen Spinnen muss ich auch immer an Harry Potter denken. Mit der Akromantula von Hagrid. Daraus hätten die auch ein MMO-Spiel machen sollen, aus Harry Potter. Das wäre bestimmt cool gewesen. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Das wäre wirklich echt cool. Was freue ich mich auf die Scherbenwelt. Auch wenn es eigentlich da weiter questen ist, aber trotzdem, ich freue mich darauf. Immer was Veränderungen. Haben wir dann auch den gezielten Schuss. Tja, die Aufregung. Uiuiui. Oh nein, unser Aslan stirbt. Ja, ich sag's ja. Das armes Tierchen. Wenigstens so sieht's bald aus. Wenn der Jäger dann mal wieder Nahkämpfer wucht. Warum auch immer der Nahkämpfer werden soll. Essen, trinken, Tier wiederbeleben und weiter geht's. Also die Tropen, würde ich sagen, etwas besser als damals. Damals war das echt elendig hier. Muss sehr rumklöppeln bis zum geht nicht mehr. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob es hier auch so noch ist, aber die Seite hat immer viel Kohle gebracht. Wird sich ja zeigen. Ich erstatte euch dann Bericht. Falls ich sie verkauft bekomme. Gerade etwas wortarm. Aber kann sein, dass wir gleich wieder steigen mit den zu tötenden Tieren, weil wir haben Rested EP
Ist 89,9%. Oder auch mehr. Verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, gut, ist egal. Ich glaube, da vorne ist das, was ich euch zeigen wollte, oder? Nee, doch nicht. Sieht das so aus. Ich hätte doch mal gerne gesehen, diese riesen Tiere, wie die sich die vorgestellt haben. Ja, bestimmt cool. Ist eine schon, sieht aus wie eine Schlange, wie ein Schlangenkopf. Oder hinten. Könnte doch gut eine Schlange sein. Riesenschlange. Eine Reitschlange wäre auch cool. Ich glaube, das gibt es nicht. Noch nicht. Wer weiß, was da noch kommt. Haben wir immer wieder Ideen. Oder so eine Reitschlange wäre echt cool. Oh. Rest EP sieht man nicht. Oder ist es Rest EP? Man weiß es nicht. Ah, das kann man auch halten. Ich werde verrückt. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht mal geschafft, Taschen herzustellen. Ich wollte mir ja eigentlich Taschen herstellen, größere. Wo ich gerade so über die Vorbereitung für die Schamwelle nachdenke. Oh, ist das spannend. Sagen, wir machen die Folge so lang, bis wir auf jeden Fall 58 sind. Und dann gebe ich die Quest ab. Weil die paar Teile könnt ihr auch noch zusammensammeln. Und porten uns nach Sturmwind. Und von da aus bereiten wir uns dann vor in der nächsten Folge. Und wir gehen dann so langsam. Oder ganz schnell in die Schamwelt. Muss sagen, machen wir eine Vorbereitungsfolge. Ja, muss ja nicht allzu lange sein. Braucht er auch nicht. Danach machen wir eine und dann machen wir quasi, wie wir loslegen in der Schamwelt. Klingt auch ganz vernünftig, finde ich. Klingt doch ganz vernünftig. Wenn ihr das Brummen hört, das ist immer mein Handy. Ich habe schon tausende Nachrichten gerade irgendwie bekommen. Keine Ahnung, was heute los ist. Naja, gibt's ja auch, ne? An manchen Tagen bekommt man nichts, an manchen Tagen wird man zugespammt.
Quest ab. Wir werden 58, hoffe ich. Beziehungsweise bin ich fast von überzeugt, weil wir sind 95,7%. Ja. Pünktchen verteilen. Und dann würde ich sagen, brechen wir Quest ab. Jägerquest lassen wir. Ralas, ne, da kommen wir eh nicht hin. Winterquell. Elytris, den Rest können wir abbrechen. Na gut, es waren hier nicht so viele Quests ins Elytris. Da ich davon ausgehe, dass wir da nicht hinkommen werden mehr. Hier auch ab. Ein Dschungelei. Obwohl, die lassen wir auch. Weil hier gibt es die Reitmöhre und die ist recht cool. Hier aussieht. Sagen, verschicken wir mal ein paar Sachen. Bisschen leer machen. Achso. Sagen, warum geht es nicht? Was führt euch hierher? Das verkaufen. Wir haben. Ach so. Ja, verdammt, warum funktioniert das denn nicht? So. Gerade Zeug auch weg. Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. So, dann sagen, porten wir uns weg. Noch Sturmwind. Und ich glaube, das hier. Ich lasse es mal drin, ich weiß nicht. Ansonsten schmeißen wir es weg. Ich wüsste jetzt nicht, wofür das ist. Oder wovon. So. Whoop. Gut, wie gesagt, dann sehen wir uns noch nicht. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Das heißt Let's Play WoW Folge 91. Vorbereitung für die Schirmwelt. Mit dein. Auf Wiedersehen.